Mauer gelaufen und wenn der kommt, wird auch dein Sachs nicht mehr fern sein. Der Meister kommt. Ich bin vorausgeeilt, um euch zu sagen, er weiß um alles, 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 alles. Was weiß er? Was weiß er? So sprich. Dass ihr bestimmt. Ach, mir fehlt der Atem. So erhole dich. Dann sprich, bitte sprich. Vor einer Weile, da kam in Eile ein Mann zum Meister. Eoban heißt er. Der hat ein Loch in seinem Schuh, das nähte ich ihm zu. Von ihm erfuhren wir, ach, ich ersticke schier, dass er bestimmt zur Frau euch nimmt. Nun gilt es nicht. Wie klug du bist, wie klug du bist. Und etwas Mut. Und ach so gut, wie klug du bist, und ach so gut, wie klug du bist, und ach so gut. Der Blut, ja nur wer klug gewinnt am meisten. Ich setze alles dran, ich setze alles dran. Und schwör es bei dem Leisten, der Sachs wird euer Mann, der Sachs wird euer Mann. Mein Sachs! Ach, teure Kunigunde! Nur du kannst mich erretten, dir vertraue ich mich ganz. Ich breche deine Ketten. Ich flechte dir den Traum. Der Jörg sieht auch nicht müßig zu, er fertigt euch die Hochzeit zu. Kann ich auf deine Treue bauen? Sonst möchte der Teufel Ehemann sein. Sonst möchte der Teufel Ehemann sein. Den Gott der soll morgen laut mein bestes Lied ertönen, das mich durch bitte glüht, heiß, gewiss, gewiss, erringe es mir den Preis. Was mir denn sein, unsere Liebe, gibt in uns alles schon so.
es ist gar keine Frage, dass Sachs der Preis zuerkannt werden muss. Oder sind Majestät anderer Meinung? Psst, nicht Majestät. Nein, ich bin genau der gleichen Meinung. Aber mir gefallen die Gesichter der Ratsherren nicht. Das ganze Volk ist für Sachs. Habt ihr den jungen Lehrbuben gesehen, als sein geliebter Meister sang? Den Görg? Ja, den habe ich schon lange beobachtet. Und er mich auch. Der hat was auf dem Herzen. Passt auf. Wenn ich ihm zuwinke, kommt er sofort. Na, komm nur her, mein Junge. Wie der Bengel sich durch die Leute durchdrängt. Na, mein Lieber, dir habe ich's doch angesehen, dass du etwas von mir möchtest. Ach, liebe gnädige Herren, habt ihr die Ratsherren gesehen, als mein Meister sang und alles ihm zujubelte? Dein Meister wird den Preis bekommen. Ah, das denkt ihr. Verzeihung, aber ihr kennt diese Meister nicht. Und darum bitte ich euch untertänigst um Entschuldigung, wenn ich mir gewissermaßen erlaube, einen Vorschlag zu machen, der gewissermaßen eine Idee von mir ist. Eine Idee? Na, dann schieß mal los mit deiner gewissermaßenen Idee. Ja, die Idee ist nämlich so. Ich möchte so gerne, dass dieser Herr Eoban gewissermaßen... Gewissermaßen? Dass er gewissermaßen hereingelegt wird. Ich meine, dass sein Charakter, der sehr schlecht ist, dass der gewissermaßen dadurch zum Vorschein kommt. Aha, und wie soll das geschehen? Das müsste folgendermaßen geschehen. Ich habe bei meinem Meister heute Morgen ein wunderschönes neues Gedicht gefunden. Das habe ich mir zweimal abgeschrieben. Die eine Abschrift habe ich dem widerwärtigen Herrn Eoban gegeben und habe ihm gesagt, dass es ein Gedicht von meinem Onkel von mir aus Frankfurt wäre. Warum denn das? Weil ich mir in meinem Kopf ausspekuliert habe, dass er dann damit groß tun wird und überall erzählen, dass er selbst dieses Gedicht gemacht hat. Und das hat er getan. Er hat, weiß Gott, dem Bürgermeister das Gedicht gezeigt und hat behauptet, dass er der Dichter ist. Und wie soll das nun weitergehen? Jetzt müsste es so weitergehen. Hier ist die andere Abschrift. Die ist für euch. Wenn es jetzt bei dem Urteil der Ratsherren für meine Meister schief ausgehen sollte, was ich ehrlich gesagt fürchte, dann müsstet ihr, weil ihr doch gewissermaßen vornehme Herren seid... Nur gewissermaßen vornehm, nicht wirklich. Das ist gleich, es genügt schon. Unterbrecht mich jetzt mal bitte nicht. Dann müsstet ihr also eingreifen und ganz ahnungslos erzählen, dass ihr dieses Gedicht zufällig in die Hände bekommen hättet und dass ihr wissen möchtet, wer diese schönen Zeilen gedichtet hat. Aus denen ja hervorgeht, dass gewissermaßen noch ein ganz großer Dichter unter uns ist. Und wenn ihr das fragt, dann muss der ganze Schwindel herauskommen. Du hast sehr lustige Ideen, mein Junge. Dann sollen wir uns also gewissermaßen mit dir unter eine Decke stecken. Gewissermaßen ja. Oh, mit so vornehmen Herren habe ich noch nie unter einer Decke gesteckt. Und das Gedicht ist wirklich schön? Oh, das kannst du glauben. Lest nur mal die ersten Zeilen. Ewig wollte ich mich freuen, wenn ich dein eigen wär und dir dienen in Treuen. Hab keinen Wunsch sonst mehr. Gut, ich behalte das Gedicht. Wir wollen abwarten, wie sich alles entwickelt.